Und hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder Quitten und... Na. Minecraft. Jedenfalls hatte ich mir dann... Neulich kam so ein Video raus von einem meiner Freunde, der hatte auch so angefangen mit einem kleinen Let's Play. Und naja, der hatte ebenfalls... Er hatte dann auch irgendwie so hier... Du bist mit so Minecraft gefangen, so bist du darüber geredet, wie irgendwie... So vorher, dass da mochte die vorherigen Zeiten 2014 irgendwie. Das war es dann irgendwie noch nicht so wirklich durcheinander wie heutzutage. Ja, und der hat mich quasi auch ein bisschen dazu inspiriert, dass ich dann auch bis was mache. Oh nein, nein, nein! Jedes gottverdammte Mal. Ich guck mal, ob wir uns da irgendwie reinschleichen können und dann... Okay, wir gehen einfach vorsichtig rein. Und jetzt raus. Ah, Drache, versuch's nächstes Mal. Was haben wir? Ich hab meinen Kopf. Dann noch Golden Apple. Und, naja. Geht eigentlich die Ausbeute. Genau das will ich machen. Dort oben ist eine hier. Ruine und genau das will ich umbauen. Und ich schwöre zum allmächtigen Kirby, kein verdammter wird mich davon abhalten. Bitte sag nicht, dass du mich fokussierst. Aber schon zum zweiten Mal ist hier. Gott, das nervt. Das nervt einfach. Ich denke, das war schon irgendwie... Nee, ich glaube... Was ist das denn? Ich mach das hier noch. Sagen wir mal so, ich habe das ja mit Expert-Mod ausprobiert. Es ist schon eine Tortur. Und ich bin beim Queen Bee Bosskampf irgendwie richtig. Habe ich verhauen. Sagen wir mal so, es ist wirklich sehr belastend, wenn man dann irgendwie dort. Wenn man aus dem Dschungel rausgeht, weil man zu viel Damage genommen hat, halte ich dann kurz, aber da kommt die. Kommt natürlich die Bienenkönigin. Aber so rüber, ich dachte, die spawnt dann irgendwie, aber nö. Da schafft man es dann direkt, wird aber am Ende zu übermütig mit den Granaten.
ob man irgendwie keine anderen Waffen hat und so eine Ganzlinge macht und nur sein Mini-Hai hat. Und dann ist es ganz schön belastend hier. Wir haben dann verreckt. Naja. Ich hole mal das ganze Eisen. Wenn es dann schmelzen, gucke ich, ob ich eine gesamte Rüstung mache. Oder eine gesamte Rüstung hinkriege. Und da werden wir diesen Gottverdammten. Ich meine, wir haben zwei Golden Apples. Nicht schwer. Hoffentlich geht das auch noch mit den Pfeilen. Schon Hund helfen doch irgendwie. Oh, 7 Pfeile noch. Wo bist du? Oh nein. Nicht das Dorf. Gott. We'll be right back.
Yeah, Baby. Hab's dir gezeigt. Boo, yeah. Man legt sich nicht mit einem Tricken an. Jetzt können wir uns eine Rüstung aus deinen Einzelteilen machen. Nice. Das nenne ich doch mal. Jetzt aber erstmal zurück zu meinem Haus. Aber naja, ich denke hier, das mit der Rüstung, das mit dem. Ich denke, das war's schon mal mit dem Video. Aber als erstes will ich den Schädel als Truhe, als Trophäe, irgendwo aufhängen. Stage 3. Wusste ich's doch. Yeah, Baby. Jetzt hier ein. Ja, seht euch mal das. Oh. Nice, jetzt seht ihr mal diese Rüstungsbalken an, Baby. Ich denke, das war's für diese Episode. Diesmal hat's auch wirklich geklappt. Ich hab verdammt Dinge besiegt. Das war so extrem befriedigend. Hast du mal ganz auch so gesagt? Aber naja, das war Critten. Das ist spätestens Episode. Falls ihr mehr irgendwie von R.E.D. sehen wollt, lasst es mich wissen. Und tschüss.